Liebe Leute, es ist Sonntag. Die Beine sind schwer, die Arme sind schwer, meine Schulter tut mir vor allem weh. Nächste Woche ist sogar Deload. Ich bin richtig auf. Wie gut, dass ich ein kleines neues Spielzeug bekommen habe von Affenhand. Wollen wir doch mal gucken, was sich in dem Paket versteckt, oder? In dem Paket steckt die neue Terragun Elite. Auch für Amateure wie mich ein nettes Spielzeug. Als mich Affenhand letztes Jahr besucht hat, haben die mir netterweise auch eine Terragun hier gelassen. Und zwar die Terragun G3. Das heißt, dieser feine Hobel hier ist das neueste Modell. Mal gucken, was die kann. Hipster of doom. Ain't that some special? Money line, I'ma run it. Der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, was ist überhaupt eine Terragun? Ja, eine Terragun ist ein Massagegerät, was vor allem bei Crossfittern gerne benutzt wird am Restday oder nach Workouts, um sich mal richtig einen wegzukneten, um die Muskeln wieder zu entspannen, Verspannung zu lösen und wieder klarzukommen. Aber eine Terragun ist nicht nur was für Crossfitter. Seitdem Affenhand mir den Hobel dagelassen hat, hat der im Familienkreis seine Runden gedreht und der ein oder andere hat Gefallen dran gefunden. Denn verspannt ist jeder irgendwann mal. Auch Nicole hobelt sich damit ab und zu die ein oder andere Verspannung weg, die sie hat, wenn sie eure Pakete packt. Richtig nice kommt das Ding übrigens auch, wenn man sich den Gluteus, auf gut Deutsch, den Hintern damit massiert. Oh, dann hört man die Englein singen. Was mir zwischen dem neuen Hobel und dem alten Hobel auffällt, ist, dass der neue Hobel um einiges leichter ist. Gerade wenn man nach dem Workout kaputt ist, ist es ja ganz gut, wenn man nicht mehr so viel in der Hand halten muss. Aber Leute, bevor ich jetzt hier richtig ins Detail gehe, fragen wir doch mal jemanden, der nicht so voreingenommen wie ich ist. Denn, wie gesagt, ich habe mir schon das ein oder andere Mal mit dem alten Hobel hier den Muskelkater weggeknetet. Aber was sagt denn so ein richtiger Top-Level-World-Class-Elite-Athlet dazu? Hä? Wofür wird der das Gerät benutzen? Was sagt der, wenn er das Ding das erste Mal auspackt? Wisst ihr was? Wie gut, dass ich einen da draußen kenne, der genau in diese Kategorie fällt. Und den fragen wir jetzt mal. Du Schagel, ich habe hier gerade so einen Massagehobel von Affenhand bekommen. Hm. Die neue Terragun. Sag mal, hast du das Ding auch gekriegt? Und wenn ja, wie findest du das Ding? Wofür würdest du das benutzen? Was sagt jemand wie Schagel zu so einem Apparillo? Natürlich habe ich das Ding auch bekommen. Didit. Und natürlich ist es auch nicht neu. Und natürlich habe ich es auch schon ein paar Mal gesehen. Und natürlich finde ich es auch gar nicht so schlecht. Aber natürlich bin ich viel zu geizig, mir so einen teuren Hobel zu kaufen. Dachte ich immer. Ich habe ihn also schon ein paar Mal ausprobiert. Und auf Wettkämpfen noch öfter gesehen. Und ich kenne eigentlich, glaube ich, niemanden, der das Ding kacke findet. Also die meisten benutzen es gern. Ich glaube, bei uns in der Box liegt auch so ein Ding rum. Und da darf jeder mal ran. Ich weiß aber nicht genau. Genau, ich war einfach immer zu geizig. Jetzt habe ich so ein Ding hier und Alex, wenn du mich schon fragst, ich habe eine ehrliche, ungeschönte Meinung. Also irgendwie, ich habe das erste Mal Erfahrung damit gemacht mit einem Physio, der mir auf dem Wettkampf, ich glaube es war Fitness-Bundesliga, nach dem Workout damit, ich weiß gar nicht mehr, den Latt freigemäht hat. Und seitdem habe ich es ein paar Mal benutzt, wenn es da lag, und es tat auch immer gut. Also man merkt auch immer direkt, okay, ja, macht Sinn und die Muskulatur löst sich ein bisschen. Ich kann ehrlich gar nicht so genau erklären, warum und wie. Und ich bin ja auch kein Physiotherapeut oder so. Aber wie gesagt, ich werde jetzt, wo ich das Ding habe, das hat verschiedene Stufen, das ist ganz geil. Und es gibt natürlich so gewisse Partien. Also bei mir ist es ja ganz oft hier so Pectoralis und so. Wichtig dabei, sprechen ist ein Test.
Also ich habe Pectoralis bei mir zum Beispiel, also der Brustmuskel ist bei mir vorne immer ganz gut dicht. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie da groß Ahnung von hätte, kloppe ich das Ding einfach auf den Muskel und der lockert sich. Also das Gleiche gilt vermutlich, hat Alex glaube ich gerade schon mal, juckt es nach, ne? Wird also durchblutet, für die Beine gemacht. Also ich würde es tatsächlich, jetzt wo ich es habe und öfter mal verwenden und einfach richtig stumpf, das ist das Gute daran, auf die Partie drücken, die offensichtlich dicht ist oder ermüdet ist. Ich habe es, wie gesagt, wenn ich es benutzt habe oder es bei mir benutzt wurde, auch schon recht schnell die Erfahrung machen können, dass sich Muskulatur löst, nachhaltig löst. Deswegen, und ich hoffe, ihr kennt mich gut genug, ich würde sagen, wenn ich davon nichts halte. Ja, ich würde sagen, oh, lass bloß die Finger davon, das Ding ist kacke. Aber es gibt ja auch noch tausend andere davon, ne? Ich halte echt eine Menge von. Ich finde es echt gut und ich bin froh, dass ich das Ding erstmal hier habe und werde es auch anwenden. Sobald, lieber Alex, ich das Gefühl habe, das Ding war doch für den Arsch und doch Quatsch, pöbel ich los. Aber für den Moment, nice. Vielen Dank, Schagel, für diesen ausführlichen Ersteindruck. Ja, das Krasseste, was einem auffällt, wenn man die alte Terragun mit der neuen Terragun vergleicht, ist auf jeden Fall die Lautstärke. Ich werfe mal den alten Hobel an, damit ihr wisst, wie laut dieses Ding war. Das ist Stufe 2. Und selbst auf Stufe 1 ist das Ding noch ganz schön laut. So hingegen klingt die neue Terragun. Und das ist schon die höchste Stufe. So klingt sie auf der kleinsten Stufe. Also schon ein krasser Unterschied. Hier nochmal, neue Terragun. Höchste Stufe. Alte Terragun, höchste Stufe. Außerdem hat die neue Terragun 5 Stufen, mit der ihr den Druck regulieren könnt. Auch nicht so schlecht. Und dazu gibt es natürlich, wie schon bei der alten Terragun, diverse Aufsätze, die ihr euch auf diesen Hobel hier rauf knibbeln könnt. Richtig gerne mag ich diesen Frechdachs hier. Denn wie ihr aus anderen Videos vielleicht wisst, hatte ich ganz, ganz, ganz lange Zeit hier mit so einem Golferellenbogen zu kämpfen. Und ich war irgendwie bei der Faszientherapie, ich war bei der Physiotherapie, ich war überall. So richtig habe ich das nicht in den Griff bekommen. Und mit der Terragun habe ich mir das Ding weggehobelt. Bilde ich mir zumindest ein. Also das habe ich über mehrere Wochen gemacht und dann war es irgendwann weg. Ob das jetzt die Terragun war oder irgendetwas anderes im Training, kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Physiotherapeut, aber zumindest hat es die Terragun nicht schlechter gemacht. Nun, bisher war es aber so, dass ihr mit dem Hobel hier einfach irgendwo rübergefahren seid, nach gut Dünken und dann irgendwann habt ihr aufgehört. Das Nice ist an dieser neuen Terragun, die kommt mit einer App. Die müsst ihr euch einfach nur im App Store oder im Google Play Store oder wo auch immer runterladen. Und dann könnt ihr dadurch diverse Programme surfen und euch einfach etwas Passendes aussuchen. Und das Coole ist, da gibt es nicht nur irgendwie Programme, wie regeneriere ich nach dem Workout oder nach dem Crossfit, sondern auch, was mache ich gegen meinen Computer-Schreibtisch-Nacken oder was mache ich gegen Jetlag, habe ich sogar gesehen. Und ich habe einfach mal aus Spaß das Programm gegen Verspannung im Nacken ausprobiert. Und wenn ihr da dann auf Start drückt, dann sagt euch die App sogar, ob ihr genug Druck mit der Terragun gerade anwendet. Ich meine, besser geht's nicht. Eure Favoritenprogramme könnt ihr dann sogar auf der Terragun speichern und dann einfach durchklicken. Und wenn ihr wisst, oh, ich habe nach der Arbeit immer Nackenschmerzen, dann setzt euch abends aufs Sofa, zack, Programm 1, ab in den Nacken das Ding. Und wunderbar. Ich muss ja zugeben, als ich die App eben runtergeladen habe, dachte ich erst so, oh, noch eine App. Warum muss ich das Ding jetzt mit meinem Handy verbinden? Aber ich glaube, das macht schon ganz schön viel Sinn. Der Akku in der Terragun soll übrigens 2 Stunden halten, was schon eine ganze Menge ist. Wobei ich mal annehme, dass sie das auf niedrigster Stufe dann getestet haben. Das heißt, auf höchster Stufe könnte es bestimmt sein, dass der Akku ein bisschen weniger hält. Aber sie ist auch recht schnell wieder aufgeladen. Ja, die Terragun Elite kostet 399 Euro. Das ist natürlich ein stolzer Preis. Die hat noch einen großen Bruder für 599 Euro, aber auch 2 kleine Schwestern. Die eine für 299 Euro und dann noch für 199 Euro. Eigentlich für jeden etwas dabei,
für Leute, die mal das Ding austesten wollen und einsteigen wollen oder für Leute, die das Ding schon kennen, zu schätzen wissen und das nächste Level zünden wollen. Sollte, so Gott es will, der German Throwdown stattfinden im Oktober oder November, ich glaube November, ne? Dann wird Affenhand da bestimmt auch wieder einen schönen Messestand haben, dann könnt ihr die Dinger mal live und in Farbe ausprobieren. Denn ich kann schon verstehen, dass das eine ganz schöne Investition ist. Schagel und ich werden euch natürlich auch nochmal einen Langzeittest und Fazit von dem Ding geben. Wir werden das jetzt mal die nächsten Wochen ausprobieren und mal sehen, ob das unserer Regeneration etwas auf die Sprünge hilft. Übrigens, wer mehr Tipps für eine gute Regeneration haben möchte, der kann, wenn er möchte, dieses Video hier anklicken. Aber natürlich erst schauen, wenn dieses hier zu Ende ist. Wenn ihr Fragen zur Theragun habt, dann schreibt sie entweder in die Kommentare oder schreibt Affenhand eine E-Mail an banane@affenhand.de. Wir machen ja nicht so oft Produkttests. Viele von euch werden sich noch an dieses epische Handschützer-Video erinnern, was mittlerweile, ist das 2,5 Jahre alt schon? Das ging fast eine Stunde lang, glaube ich. Da haben wir diverse Handschützer getestet. Eigentlich müsste man so ein Ding nochmal machen, denn in der Zwischenzeit sind ja diverse Handschützer auf den Markt gekommen. Wenn ihr eine Idee für ein schönes Produkttestvideo habt, dann könnt ihr das auch in die Kommentare hauen. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Was sollen wir testen? Ferraris, Maseratis, Burger oder vielleicht irgendwas aus dem CrossFit-Bereich. Das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken und ich verbleibe mit den weisen Worten von Donkey Kong. Der sagte, als er das erste Mal den Massagehobel in der Hand hielt, liken, teilen, abonnieren. Screenshotten, ausdrucken, Herzen raufmalen, an den Kühlschrank hängen, Mama und Papa Bescheid sagen, alle krosse Hitze auf Doom, abonnieren, dies, das.